Hallo und herzlich willkommen aus Weidenhahn im Westerwald. Wir sind heute verabredet mit dem Alex vom ambulanten Pflegeteam Licht, denn hier in seiner Tagespflege steckt jede Menge Loxon drin. Alex, erstmal Dankeschön, dass wir da sein dürfen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Du hast mir eben schon erzählt, ihr habt hier eine smarte Alarmanlage realisiert. Genau, die ist auch direkt hier vorne und die kann ich dir gern zeigen. Gern, gehen wir kurz rein. Genau, hier vorne geht es nämlich direkt los. Wir hatten immer das Problem, dass teilweise Senioren eigenmächtig hier rausgehen, und wir haben ja die Hauptstraße direkt vorne, das habt ihr gesehen. Und um das ein bisschen zu überwachen, haben wir hier in der Tür einen kleinen Endschalter oben verbaut, und hier oben die LED in der Decke signalisiert uns, dass die Alarmanlage gerade scharf ist. Unsere Mitarbeiter wissen, dass wenn sie diesen Taster drücken, ist die Alarmanlage unscharf und ich kann durchgehen. Wenn aber die Alarmanlage auf scharf geschaltet ist, dann gibt der Audio-Server ein Signal, sobald hier der Read-Kontakt sich öffnet. Ah, jetzt habe ich es klicken gehört im Hintergrund, das heißt, es ist auch ein dezentes Signal. Jetzt kommt hier die Klingel, das heißt, der Mitarbeiter weiß, okay, da ist was, aber die Senioren selber, die werden gar nicht aus ihrem Alltag rausgerissen. Ganz genau, die hören einfach nur wie eine Tür klingeln, und die Mitarbeiter wissen, dieses Türklingelsignal steht für diesen Windfang, und die normale Türklingel hat ein anderes Signal. Ja, Alex, das ist jetzt ja aber nicht die einzige Form von Alarmanlage, die ihr hier realisiert habt, ne? Genau, richtig. Wir haben in unseren Toiletten haben wir Button Air verbaut, damit, wenn der Kunde Hilfe benötigt, kann der quasi das Personal herbeirufen. Und wir haben auch Wrist Button Air für die Bewohner, die vielleicht auch ein bisschen wackelig auf den Füßen sind, die dann einfach quasi damit auch Hilfe rufen können. Wie war das so für deine Mitarbeiter, als ihr Loxon hier installiert habt? Wie waren die ersten Tage für die? Wie stellt sich jetzt heute für sie dar? Ja, also das System wurde sehr gut angenommen, weil es einfach quasi im Hintergrund läuft und unterstützt. Der Loxon-Tastenstandard war die ersten 2-3 Tage natürlich etwas Neues, aber auch das war dann schnell gelernt und mittlerweile ist es in Fleisch und Blut übergegangen. Okay, was habt ihr alles mit Loxon hier automatisiert? Im Prinzip alles, wo Strom durchfließt. Also wir fangen oben an die Deckenlampen sind hier mit den Bewegungsmeldern. Die Beschattung läuft über Loxon, die Temperatursteuerung über die Fußbodenheizung läuft über Loxon und auch die Brandmeldeanlage läuft über Loxon. Ja, was bringt dir Loxon als Unternehmer, als Chef im Alltag? Genau, also diese smarten Einbindungen, die wir eben gesehen haben, die geben uns natürlich einen direkten Mehrwert und auch den Mitarbeitern hier tagtäglich einen direkten Mehrwert. Aber natürlich auch Sachen wie das smarte Energiemanagement. Ja, wir haben die Beschattung und die Heizung, die wirklich energieeffizient heizen kann und mir natürlich hier bei so einem großen Objekt mit über 400 Quadratmetern Grundfläche auch Heizkosten einsparen kann. Apropos großes Objekt, ich glaube, ihr seid generell ein ziemlich großes Unternehmen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir haben 130 Mitarbeiter und versorgen an die 500 Patienten. Hier haben wir es jetzt im Hintergrund gesehen, ne? Das heißt, wenn deine Mitarbeiter mal irgendwas selber in die Hand nehmen müssen, was jetzt nicht über den Touch geht. Habt ihr hier sogar ein großes Tablet? Ja, ganz genau. Also wir haben hier in dem Raum jetzt zum Beispiel 9 RAF-Stores verbaut, und dafür dann jedes Mal eine Schaltereinheit zu verbauen, wäre ja auch Quatsch gewesen. Ne? Wir haben hier das Tablet, darüber kann alles gesteuert werden, und die Mitarbeiter, wie gesagt, finden sich hier mittlerweile sehr gut drauf zurecht. Kannst du mir noch kurz den Technikraum zeigen? Das ist das, wo wir natürlich auch immer ganz gerne reingucken. Ja, sehr gerne. Folgt mir einfach. Ja, das ist jetzt das Herzstück. Alex, euer Verteilerschrank. Genau. Was habt ihr alles hier? Ja, hier oben natürlich das Herzstück, der Loxon Mini-Server, noch die erste Generation. Und dann hinter die Extensions, die halt hier im Wesentlichen Licht schalten, RAF-Stores und Rollläden bewegen. Hier hinten raus haben wir Tri-Extension, One-Wire, damit fangen wir Temperaturen ab, zum Beispiel im Serverraum, um den angemessen zu klimatisieren. Und dann hier noch eine Airbase und eine Modbus-Extension. Die Modbus-Extension kommuniziert mit der Heizung, um hier halt auch effizient heizen zu können. Wenn ich mir den Verteiler so angucke, mit welchem Loxon-Partner hast du es gemacht? Wer war hier für dich zuständig? Genau, das war der Markus Zweil von den Allround-Bustern. Und der hat mir hier mit ganz viel Expertise zur Seite gestanden und auch einen Großteil verdrahtet. Nachher, wo es dann in die feine Umsetzung geht, habe ich das dann übernommen. Okay. Ich weiß, du hast mir das vorhin erzählt, ihr habt noch drüben bei eurer Verwaltung eine zweite ziemlich coole Sache, die mit eurer Autoflotte zu tun hat. Können wir uns die kurz angucken? Ja, sehr gerne, ja.
Ja, Alex, jetzt sind wir hier bei eurer Verwaltung, bei eurer Zentrale angekommen. Man sieht euren Fuhrpark. Was habt ihr hier mit Loxone gemacht? Hier haben wir unsere Ladesäulen integriert. Wir haben im Moment hier 14 Ladesäulen, wollen auf 15. Wir haben im Moment 15 Elektroautos hier in der Flotte und tanken quasi hier smart unsere Autos. Das heißt, wir verteilen hier die Lasten, sodass jedes Auto quasi parallel laden kann, ohne dass uns da hinten die Sicherung an dem Standort rausfliegt. Mhm. Welche Wallboxen habt ihr verwendet? Wir haben die Keba C-Series verwendet, weil die ist komplett in Loxone integrierbar und da kann ich einfach über Analogeingänge der Wallbox quasi sagen, wie viel kW sie denn jetzt gerade verteilen darf. Was war für euch der größte Vorteil, der größte Grund, die Wallboxen einzubinden? Genau. Zuallererst mal war das smarte Lastmanagement. Wir haben hier einen Hausanschluss mit 150 kW. Und wenn alle Wallboxen parallel Volllast laufen würden, würden uns halt die Sicherung rausfliegen. Und dazu kommt, dass gewisse Stränge, wie zum Beispiel rüber zum Carport, können auch nur mit 80 kW belastet werden. Und das können wir dann halt einfach smart steuern. Dazu kam natürlich, dass wir immer PV-Strom über hatten und den dann für wenig Geld ins Netz einspeisen mussten, anstatt den hier selbst zu verbrauchen. Und das bietet sich jetzt halt hier an, mit den Elektroautos diesen Strom als Überschuss in die Autos einzuspeisen. Wunderbar, so wünscht man sich's eigentlich. Und ich sehe hier drüben auch, ihr habt extra einen Bildschirm aufgehängt. Da sieht man jetzt die Loxone-App mit allen Informationen. Ganz genau, da wird nochmal visualisiert, was macht meine Ladesäule gerade. Ne? Insbesondere vielleicht auch, wenn man gerade eingesteckt hat, sieht man, okay, sie lädt mit so und so viel kW. Das Auto ist fertig aufgeladen und hat einfach nochmal eine schöne Visualisierung, um auch was fürs Auge zu haben. Ja, Alex, danke schön, dass du uns das erstmal gezeigt hast. Kann sich sicher der ein oder andere Pflegedienst was davon abschauen. Super gelöst. Und wenn Sie Interesse haben an dem Thema Wallboxen integrieren, PV-Überschussladen, intelligentes Lademanagement, Lastmanagement, dann einfach einen Klick auf unsere Website loxone.com. Da gibt es alle Infos oder auf unserem YouTube-Kanal auch viele Videos zu dem Thema. Wenn Ihnen das Video hier gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo auf unserem YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.